Schnee. Hä? Trax, was ist in dich gefahren? Du singst ein Lied vom Winter. Ja, schau mich jetzt nicht so an. Leise rieselt der Schnee. Das gilt jetzt bestenfalls, sag mal, vielleicht in Australien. Aber wir sind hier in Mitteleuropa. Ja, schau mich nicht so an. Dann kann ich dir eh nicht böse sein. Trax, weißt du, in welcher Woche wir jetzt sind? Keine Ahnung. In der letzten Woche vor den Ferien. Vielleicht hast du auch deswegen vom Schnee gesungen, weil du an die Weihnachtsferien gedacht hast. Also Trax, die letzte Show in diesem Schuljahr, deine letzte Show. Was? Schon aus? Ja, das Schuljahr ist jetzt wirklich bald aus, auch wenn es, wir wissen es, ein sehr merkwürdiges Schuljahr war in der letzten Zeit. Also die letzte Trax-Show und daher kein Sachunterricht mehr. Ich werde mal schauen, ob ich irgendeinen netten Film für die Kinder noch im Archiv finde. Lassen wir uns überraschen, Trax.
Und Trax, hast du auf diesem Film irgendwas Besonderes gesehen? Und was? Einen Vogel! Was, nur einen? Ich glaube, da waren mehr Vögel, oder? Ja! Hat dir der Film gefallen, du Vogel, du? Natürlich! Und nach diesem Film machen wir das letzte Kapitel Pippi Langstrumpf vor den Ferien. Nach den Ferien wird es ja noch weitergehen, denn das Buch ist noch lange nicht aus, wenn ich es mir hier so anschaue. Sechstes Kapitel. Pippi macht einen Ausflug. Heute brauchen wir nicht in die Schule zu gehen, sagte Tomme zu Pippi, denn wir haben Scheuerferien. Ha, schrie Pippi, schon wieder eine Ungerechtigkeit. Ich krieg wieder mal keine Scheuerferien, obwohl ich sie nötig brauche. Guck bloß, wie der Küchenfußboden ausschaut. Aber übrigens, fügte sie hinzu, wenn ich es mir richtig überlege, dann kann ich auch ohne Scheuerferien scheuern. Und das will ich jetzt machen. Ob Scheuerferien oder nicht, ich möchte den sehen, der mich dran hindert. Setzt euch auf den Küchentisch, dann steht ihr nicht im Weg. Tommy und Annika kletterten gehorsam auf den Tisch. Und Herr Nilsson sprang auch hinauf und legte sich auf Annikas Knie schlafen. Pippi wärmte einen großen Kessel Wasser, das sie dann einfach auf den Küchenfußboden goss. Nun zog sie ihre großen Schuhe aus und legte sie ordentlich auf den Brotteller. Danach band sie zwei Bürsten an ihre bloßen Füße und lief über den Fußboden Schlittschuh, dass es nur so spritzte, wenn sie durchs Wasser pflückte. Ich hätte eigentlich Schlittschuhprinzessin werden sollen, sagte sie und hob ein Bein hoch in die Luft, so dass die Scheuerbürste an ihrem linken Fuß ein Stück der Hängelampe kaputt schlug. Grazie und Anmut habe ich wenigstens, fuhr sie fort und machte einen wilden Sprung über einen Stuhl, der ihr im Weg stand. So, jetzt ist es wohl sauber, sagte sie schließlich und nahm die Bürsten ab. Wischst du denn den Fußboden nicht trocken? Fragte Annika. Nee, den kann die Sonne trocknen, sagte Pippi. Ich glaube nicht, dass er sich erkältet, wenn er sich nur Bewegung macht. Tommy und Annika kletterten vom Tisch herunter und gingen so vorsichtig sie konnten über den Fußboden, um nicht nass zu werden. Draußen schien die Sonne von einem herrlich blauen Himmel. Es war einer dieser Tage, wo man Lust bekommt, in den Wald zu gehen. Pippi hatte eine Idee. Was meint ihr? Wollen wir einen kleinen Ausflug machen? Oh ja, riefen Tommy und Annika begeistert. Lauft nach Hause und fragt eure Mama, dann mache ich inzwischen einen Korb zurecht. Tommy und Annika fanden, dass das ein guter Vorschlag war. Sie liefen nach Hause und es dauerte nicht lange, da waren sie wieder zurück. Pippi stand schon vor der Gartentür, mit Herrn Nilsson auf der Schulter, einem Wanderstab in der einen Hand und einem großen Korb in der anderen. Die Kinder gingen erst ein Stück die Landstraße entlang, bogen dann aber in einen kleinen Wald ein, durch den sich ein kleiner hübscher Weg zwischen Birken und Sträuchern schlängelte. Bald kamen sie zu einem Zaun mit einem Türl, und dahinter lag ein noch hübscheres Wäldchen. Aber mitten vor dem Tor stand eine Kuh. Und die sah nicht so aus, als ob sie aus dem Weg gehen wollte. Annika schrie sie an, und Tommy ging mutig hin und versuchte, sie wegzujagen. Aber sie rührte sich nicht vom Fleck, sondern glotzte die Kinder nur mit ihren großen Kuhaugen an. Um der Sache ein Ende zu machen, stellte Pippi ihren Korb auf die Erde, ging hin und hob die Kuh weg, die verlegen zwischen den Sträuchern davontrabte. Was für ein Sturkopf, dass Kühe aber auch so stur sein können, sagte Pippi und sprang mit beiden Füßen zugleich über das Gatter. Kein Wunder, wenn die Stiere kühig werden.
So ein wunderschönes Wäldchen, rief Annika begeistert und kletterte auf alle Steine, die sie sah. Tommy hatte den Dolch mitgenommen, den er von Pippi bekommen hatte, und er schnitt für sich und Annika Wanderstäbe. Er schnitt sich auch ein bisschen in den Daumen, aber das machte nichts. »Man sollte wirklich Pilze sammeln«, sagte Pippi und brach einen hübschen roten Fliegenpilz ab. »Ich möchte wissen, ob man den essen kann. Jedenfalls kann man ihn nicht trinken, so viel weiß ich. Und da hat man eben keine andere Wahl, als ihn zu essen. Vielleicht geht es.« Sie biss ein großes Stück von dem Pilz ab und verschluckte es. »Es ging«, stellte sie begeistert fest. »Ja, aber das nächste Mal sollten wir lieber kochen«, sagte sie und warf den Pilz hoch in die Luft über die Baumwipfel. »Was hast du im Korb?«, fragte Annika. »Ist es etwas Gutes?« »Das sage ich nicht für 1000 Kronen«, versicherte Pippi. »Erst wollen wir einen schönen Platz suchen, wo wir auspacken können.« Die Kinder begannen eifrig nach einem solchen Platz zu suchen. Annika entdeckte einen großen, flachen Stein, den sie für geeignet hielt. Aber da krochen eine Menge Ameisen herum. »Und bei denen will ich nicht sitzen, denn ihnen bin ich nicht vorgestellt worden«, sagte Pippi. »Ja, und außerdem beißen sie«, sagte Tommy. »Tun sie das?«, fragte Pippi. »Dann beiß zurück!« Da entdeckte Tommy eine kleine Lichtung zwischen ein paar Haselnussbüschen und er meinte, dass sie sich dort hinsetzen sollten. »Nee, du, da ist es nicht sonnig genug, denn meine Sommersprossen sollen sprießen«, sagte Pippi. »Ich finde, Sommersprossen sind schick.« Ein Stück weiter war ein kleiner Berg, auf dem man leicht und bequem hinaufklettern konnte. Und auf dem Berg war ein kleiner sonniger Vorsprung, genau wie ein Balkon. Da setzten sie sich hin. »Jetzt müsst ihr die Augen zumachen, während ich auspacke«, sagte Pippi. Tommy und Annika kniffen die Augen zu, so fest sie konnten, und hörten, wie Pippi den Korb aufmachte und mit Papier raschelte. 1, 2, 19, jetzt könnt ihr gucken«, sagte Pippi. Und da guckten sie. Sie schrien vor Begeisterung, als sie all die guten Sachen sahen, die Pippi auf dem kahlen Felsen aufgetischt hatte. Da lagen kleine Butterbrote mit Fleischklopsen und Schinken, ein ganzer Haufen Pfannkuchen mit Zucker drauf, einige Würstchen und 3 Ananaspuddings. Ja, ja, Pippi hatte bei dem Koch auf dem Schiff ihres Papas kochen gelernt. »Oh, wie schön sind doch Scheuerferien«, sagte Tommy, den Mund voll Eierkuchen. »Die sollte man jeden Tag haben.« »Nee, weißt du, so verrückt nach Scheuern bin ich nicht. Das macht Spaß, sicher, aber nicht jeden Tag. Das würde viel zu anstrengend werden.« Schließlich waren die Kinder so satt, dass sie sich kaum mehr rühren konnten. »Ich möchte wissen, ob es schwer ist zu fliegen«, sagte Pippi und sah träumerisch über den Rand des Vorsprungs. Die Bergwand fiel steil unter ihnen ab und es ging tief hinunter bis zur Erde. »Nach unten könnte man schon fliegen lernen«, fuhr sie fort. »Sicher ist es schwerer, nach oben zu fliegen, aber man könnte es ja mit der leichteren Art beginnen. Ich glaube wirklich, ich versuche es.« »Nein, Pippi«, schrien Tommy und Annika. »Oh, liebe Pippi, tu es nicht!« Aber Pippi stand schon am Rand des Bergabhangs. »Flieg, du faule Fliege, flieg!« Und die faule Fliege flog, sagte sie, und als sie flog, sagte, hob sie die Arme und machte einen Schritt in die Luft. Nach einer halben Sekunde hörte man einen Plumps. Das war Pippi, die auf die Erde aufschlug. Tommy und Annika lagen auf dem Bauch und sahen erschrocken zu ihr hinunter. Pippi stand unten auf und wischte sich die Knie ab.
Ich habe vergessen, mit den Flügeln zu schlagen, sagte sie vergnügt. Und dann glaube ich, dass ich zu viele Pfannkuchen im Bauch habe. In diesem Augenblick entdeckten die Kinder, dass Herr Nilsson verschwunden war. Er hatte sich offenbar zu einem eigenen kleinen Ausflug davon gemacht. Ihnen fiel ein, dass er zufrieden dagesessen und den Esskorb zerkaut hatte. Aber während Pippis Flugübungen hatten sie ihn ganz vergessen. Und jetzt war er fort. Pippi wurde so wütend, dass sie ihren einen Schuh in einen großen Wassertümpel warf. Man sollte niemals Affen mitnehmen, wenn man irgendwo hingeht, sagte sie. Er hätte zu Hause bleiben und das Pferd flöhen sollen. Recht wäre ihm geschehen. Fuhr sie fort und stieg in den Tümpel, um den Schuh zu holen. Das Wasser reichte ihr bis zum Bauch. Eigentlich sollte man die Gelegenheit wahrnehmen und sich auch die Haare waschen, sagte Pippi und tauchte den Kopf so lange unter Wasser, bis Blasen kamen. Na, da ist der Friseur diesmal davongekommen, sagte sie zufrieden, als sie endlich wieder zum Vorschein kam. Sie stieg aus dem Tümpel und zog ihren Schuh an. Und dann marschierten sie los, um Herrn Nilsson zu suchen. Hört bloß, wie es klatscht, wenn ich gehe, lachte Pippi. Das Kleid machte klatsch, klatsch und in den Schuhen machte es schwapp, schwapp. Das ist wirklich lustig. Ich finde, das solltest du auch ausprobieren, sagte Pippi zu Annika, die so fein war mit ihren blonden Locken, ihrem rosa Kleid und den kleinen weißen Lederschuhen. Ein andermal, sagte Annika. Sie gingen weiter. Man kann wirklich böse auf Herrn Nilsson werden, sagte Pippi. So macht er es immer. Einmal lief er mir in Surabaya weg und nahm eine Stelle als Hausgehilfe bei einer alten Witwe an. Das Letzte war natürlich gelogen, sagte sie nach einer Pause. Tommy schlug vor, dass jeder in eine andere Richtung gehen und suchen sollte. Annika war ängstlich und wollte zuerst nicht, aber Tommy sagte, du bist doch nicht feig. Das konnte Annika natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und so gingen alle drei Kinder in verschiedene Richtungen. Tommy ging über eine Wiese. Herrn Nilsson fand er nicht, aber er sah etwas anderes. Einen Stier. Oder richtiger, der Stier sah Tommy. Und dem Stier gefiel Tommy nicht, denn es war ein böser und durchaus nicht kinderliebender Stier. Er kam mit gesenktem Kopf und einem unheimlichen Brüllen angestürmt und Tommy fing vor Schreck an zu schreien, dass man es im ganzen Wald hören konnte. Pippi und Annika hörten es auch und kamen gerannt, um zu sehen, was Tommys Geschrei bedeutete. Da hatte der Stier Tommy bereits auf die Hörner genommen und warf ihn hoch in die Luft. Das Tier hat aber auch gar keinen Verstand, sagte Pippi zu Annika, die ganz verzweifelt weinte. So etwas darf man doch nicht tun. Er macht ja Tommys Matrosenanzug schmutzig. Ich muss mal ein vernünftiges Wort mit dem dummen Stier reden. Und das tat sie. Sie lief hin und zog ihn am Schwanz. Verzeihung, dass ich unterbreche, sagte sie, und da sie kräftig zog, drehte sich der Stier um und sah ein neues Kind, das er auch auf die Hörner nehmen wollte. Wie gesagt, Verzeihung, dass ich unterbreche, sagte Pippi wieder, und verzeiht, dass ich abbreche, fügte sie hinzu und brach dem Stier ein Horn ab. Dieses Jahr ist es nicht modern, mit zwei Hörnern zu gehen. Dieses Jahr tragen alle besseren Stiere nur ein Horn. Und wenn überhaupt, sagte sie und brach das andere auch ab. Da Stiere in den Hörnern kein Gefühl haben, wusste der Stier nichts davon, dass seine Hörner weg waren. Er stieß frisch drauf los und wenn es jemand anders als Pippi gewesen wäre, dann wäre das Kind zum Mus geworden. Aber Pippi machte das ja nichts aus. Hahaha, hör auf
mich zu kitzeln, schrie Pippi. Du ahnst nicht, wie kitzlig ich bin. Ha, 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 hör auf, ich lach mich tot. Aber der Stier hörte nicht auf und schließlich sprang Pippi auf seinen Rücken, um eine Weile Ruhe zu haben. So besonders ruhig war das aber auch nicht, denn dem Stier gefiel es überhaupt nicht, dass Pippi auf seinem Rücken saß. Er machte wilde Sprünge nach rechts und links, um sie abzuwerfen. Aber sie klemmte ihm nur ihre Beine ganz fest in die Seiten und blieb sitzen. Der Stier raste auf der Wiese hin und her und brüllte und aus seinen Nasenlöchern kam Dampf. Pippi lachte und schrie und winkte Tommy und Annika zu, die ein Stück entfernt dastanden und vor Angst zitterten. Der Stier drehte sich immer rundherum und versuchte Pippi abzuwerfen. »Hier tanze ich mit einem kleinen Freund«, summte Pippi und blieb sitzen. Schließlich wurde der Stier so müde, dass er sich auf die Erde legte und wünschte, es gäbe keine Kinder auf der Welt. Übrigens hatte er noch nie gefunden, dass Kinder besonders notwendig waren. »Willst du jetzt einen Mittagsschlaf halten?«, fragte Pippi höflich. »Dann will ich nicht stören.« Sie stieg von seinem Rücken herunter und ging zu Tommy und Annika. Tommy hatte ein bisschen geweint. Er hatte eine Wunde am Arm, aber Annika hatte ihr Taschentuch drum gewickelt und es tat nicht mehr weh. »Oh, Pippi«, rief Annika ganz aufgeregt, als Pippi kam. »Schsch«, flüsterte Pippi, »weck den Stier nicht auf, er schläft, und wenn wir ihn wecken, bekommt er bloß wieder schlechte Laune.« Herr Nilsson, wo bist du?« schrie sie in der nächsten Minute mit lauter Stimme, ohne sich um den Mittagsschlaf des Stieres zu kümmern. »Wir müssen nach Hause gehen!« Und wirklich, da saß Herr Nilsson oben auf einem hohen Baum. Er saugte an seinem Schwanz und sah ganz traurig aus. Für so ein kleines Äffchen war es ja nicht besonders lustig, allein im Wald gelassen zu werden. Jetzt sauste er von der Kiefer herunter und auf Pippis Schulter. Und er schwenkte seinen Strohhut wie immer, wenn er richtig zufrieden war. »Na, diesmal bist du nicht Hausgehilfe geworden«, sagte Pippi und strich ihm über den Rücken. »Ach richtig, das war ja gelogen«, fügte sie hinzu. »Aber wenn es wahr wäre, könnte es ja nicht gelogen sein«, setzte sie ihre Überlegungen fort. »Ihr sollt mal sehen, vielleicht ist er doch Hausgehilfe in Surabaya gewesen. Und jetzt weiß ich, wer in Zukunft die Knödel macht.« Dann wanderten sie nach Hause. Pippi immer noch mit klatschendem Kleid und schwappenden Schuhen. Tommy und Annika fanden, dass sie einen wunderbaren Tag gehabt hatten, trotz des Stiers. Und sie sangen ein Lied, das sie in der Schule gelernt hatten. Es war ein Sommerlied und jetzt war zwar bald Herbst, aber sie fanden, dass es trotzdem gut passte. An dem schönen Sommertag wandern wir durch Wald und Hag und singen froh auf allen Wegen Halli und Hallo, auf ihr Jungen und frisch gesungen. Sitzt nicht zu Hause stumm und dumm, kommt auf des Berges höchsten Gipfel, schaut in des Waldes grüne Wipfel. An dem schönen Sommertag singen wir froh in Wald und Hag Halli und Hallo. Pippi sang auch, aber einen anderen Text. In dem schönen Sonnenschein gehe ich durch Wald und Hain. Ich tue das, was mir gefällt, und wenn ich gehe, dann schwappt es, und wenn ich laufe, dann klappt es, und mein Schuh sagt immer zu, schwipp und schwapp und schwu. Das Kleid, das ist nass, der Stier, der macht Spaß, und Reis bräst mein Leibgericht. An dem schönen Sommertag macht es immer schwipp und schwapp. Aus? Ja, Trax, dieses Kapitel Pippi Langstrumpf ist aus, das Buch noch nicht. Aber woran erinnert dich denn ein bisschen die heutige Geschichte? Du weißt, da ging es auch um schöner Sommertag und so. Ach ja, Ferien! Ja, Trax, das haben wir auch schon festgestellt.
Wir haben die letzte Schulwoche vor den Sommerferien. 9 Wochen haben die Kinder jetzt keine Schule. Ich hoffe, sie vergessen uns nicht. Sie vergessen dich nicht. Das glaub ich nicht. Ich auch, denn einen wie dich, Trax, den kann man gar nicht vergessen. Und unsere Kinder natürlich erst recht vergessen dich nicht. Aber wir werden die Kinder auch nicht vergessen. Wir werden sie ein bisschen vermissen und hoffen, dass sie auch in den Ferien nicht ganz auf die Schule vergessen und ab und zu mal ein bisschen was üben, denn gerade die letzten Wochen waren natürlich vom Üben und vom Lernen ein bisschen sehr eingeschränkt. Das heißt aber nicht, dass wir euch nicht eine schöne Ferienzeit wünschen.